Dieses Video wird jetzt für euch ziemlich random vorkommen und auch zweitens random vorkommen, dass ich es eben so mitten in der Nacht hochlade. Ich nehme das jetzt auch auf random auf, weil meine Pizza im Ofen ist. Mir ist gerade wieder was krass durch den Kopf gegangen. Mir ist einfach gerade aufgefallen, dass einfach Leute, die zum Beispiel viel sich mit Computern auskennen oder sowas, zum Beispiel Leute wie ich. Ich liebe, vielleicht weiß man das noch nicht von mir so richtig, ich liebe es zu programmieren. Ich liebe diese Sachen, was mit Technik zu tun hat. Deswegen habe ich so viel Elektrokrams noch hier stehen und sowas. Und ich weiß einfach, dass Leute werden einfach in der Schule zum Beispiel dafür fertig gemacht, dass sie so viel Zeit vom Computer hängen, dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen und sowas später machen wollen. Kabel geht nach dem Sack. Und ich wurde dafür jetzt nicht so komplett fertig gemobbt oder sowas, aber natürlich war ich einer der mehreren Außenseitern und auch wurde dann gesagt, ja, geh, mach deinen Krams da, geh an den PC und lass uns in Ruhe. Oder wurde für immer, oder wenn ich mag, zum Beispiel in der Schule hatten wir da mal PCs, zum Beispiel für Schreiben, also generell Word, den ganzen Krams und so. Und ich war eine Person, die selbst Mathe nicht auf Papier gemacht hat, sondern wirklich am PC, weil erstens ich war schneller und zweitens hat mir das mehr schon Spaß gemacht. Und immer war das so. Klar, ich habe vielen Leuten dabei helfen können, aber ich war die einzigste Person auf meiner ganzen Schule. Klar, war keine große Schule, waren 40 Leute ungefähr, ein bisschen über 40. Und da war es halt so, ich war wirklich die einzigste Person, den Schülern, die es gut damit auskannte. Ansonsten keiner. Das merke ich gerade, viele Leute heutzutage interessiert das nicht mehr. Aber zum Beispiel, jetzt ist es am wichtigsten, wirklich am wichtigsten, so einen Job sich zu holen, beziehungsweise das zu lernen. Weil, schaut mal, du kannst was erschaffen, du kannst dich kreativ ausleben. Dann aber kannst du auch wirklich mal, es ist ja auch kein Job, wo du einfach dann, viele Leute stellen sich das vor, immer so vor, jo, ich bin 24/7 vor dem PC, schreib nur was und fertig ist. Nein! Du lernst was richtig, du machst was mit, du bist im Team. Ja, oh Gott, kann ich nicht reden. Du machst was zusammen mit deinen Kollegen, weil du sitzt da nicht auch ganz allein nur so im Homeoffice oder sowas. Du arbeitest richtig mit Leuten zusammen und wenn zum Beispiel mal ein Bug oder einfach irgendein Fehler vorkommt, dass du dich dann mit deinen Kollegen zusammensetzt und dann darüber grübelst, woran das liegen könnte. Und sowas. Und das macht einfach, ich würde es einfach euch empfehlen und zum Beispiel Leute, die sagen, yo, wir wollen irgendwie, du willst, keine Ahnung, Fußballprofi werden oder sowas. Kannst du mit, wenn du über 50 bist, noch irgendwas, irgendwie deine Familie versorgen? Kannst du viel Zeit für deine Familie haben? Hast du 30 Tage Urlaub im Jahr? Oder zum Beispiel, was war nochmal, einen Punkt hätte ich noch gehabt? Also auf jeden Fall, schaut mal, ich würde euch einfach das empfehlen, kommt einfach ich bin am 13., 14., 15., also spätestens am 15. und 16. mache ich einen Coding-Stream auf diesem Kanal. Ich werde euch was mit dem Coden beibringen. Das könnt ihr euch noch gerne auch als Video noch einzelnes Video angucken. Das werde ich dann auch extra so auch einmal nochmal als bisschen schneiden, dann als extra Video hochladen. Oder es könnte, wenn du das siehst, BLB Thomas, wäre echt nett, wenn du dann den Stream für mich schneiden würdest, weil am 17. ich gucke, ob es funktioniert. Möchte ich meinen 12-Stunden-Stream machen. Von 10 bis 22 Uhr. Ich kann nicht versprechen, ob das dann wirklich funktioniert, aber ich möchte es dann gerne machen. Auf jeden Fall, das soll jetzt mit meinem ersten Dreamer-Video gewesen sein. Klar, es ist nicht viel gewesen, aber erstens bin ich gerade unter Stress, weil meine Pizza im Ofen ist. Und zweitens, ist aber nur eine kleine Message, die ich euch mitgeben will. Ich werde das jetzt auch uncut hochladen, also ich habe keinen Bock, jetzt noch irgendwas zu schneiden. Grüße gehen raus. Ciao. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt dadurch mehr Leute für den Job IT begeistern kann.